So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir nach der Beratung der Einzelpläne gestern zu den Abstimmungen. Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass wir dann natürlich noch über die mit den Einzelplänen aufgerufenen Tagesordnungspunkte ebenfalls abstimmen werden. Ich lasse zunächst über die Einzelpläne abstimmen. Wir beginnen, das ist eigentlich vernünftig, mit 01. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen, das ist das ganze Haus. Dann kommt 02, Hessischer Ministerpräsident. Wer ist dafür? Gleiches, nein, nicht gleiches Abstimmungsverhalten. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus, damit so beschlossen. Und die Frau Öztürk. Er gehört ja zum übrigen Haus. Dann ist der Einzelplan 03, Hessisches Ministerium des Innen und für Sport. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Dann ist das so beschlossen. Wir haben auch den Tagesordnungspunkt 90, 19, 5, 7, 6, 6 abzustimmen. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, LINKE, Frau Öztürk. Wer ist dagegen? Die FDP. Dann so beschlossen. Einzelplan 04, Hessisches Kultusministerium. Wer ist dafür? Kultusministerium, wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist SPD, das übrige Haus. Dann so beschlossen. 05, Hessisches Ministerium der Justiz. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Übrige Haus. So beschlossen. 06, Hessisches Ministerium der Finanzen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Übriges Haus. So beschlossen. Dann haben wir 07, Wirtschaft, Energie, Verkehr. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus so beschlossen. Dann hätten wir den Top 91 hier noch mit zu befinden. Drucksache 19/5767 müssen wir abstimmen. Wer ist dafür? CDU, SPD. Ja, was? Na ja. Noch einmal, wer ist dafür? Beim Top 91 die Drucksache 19/5767 müssen wir hiermit abstimmen. Top 91 haben wir ja schon angesagt. Ich will das nur mal zurückweisen. Wir haben das schon angesagt zum vierten Mal. Also Top 91. Wer ist dafür? SPD, Fraktion Die Linke, die Frau Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Dann ist es abgelehnt. 08, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Übrige Haus. So beschlossen. 09, Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Übrige Haus. So beschlossen. 10, Staatsgerichtshof. Wer ist dafür? Das ist das ganze Haus. Keine dagegen, keine Enthaltungen. So beschlossen. 11, Hessischer Rechnungshof. Wer ist dafür? Ebenfalls das ganze Haus einstimmig beschlossen. Dann ist Einzelplan 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Übrige Haus. So beschlossen. Jetzt haben wir hier weitere zwei Punkte abzustimmen. Tagesordnungspunkt 54, Kollege Hermann Schaus, Drucksache 19/5167. Wer ist dafür? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD und FDP. So beschlossen. Und die Frau Kollegin Öztürk. Nein, dagegen. Mit Nein. Jawohl, das halte mal fest, dass du Nein gesagt hast. Gut. Dann Top 69, Drucksache 19/5461. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? SPD und FDP, damit so beschlossen. Dann haben wir Einzelplan 17, Allgemeine Finanzverwaltung. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus, so beschlossen.
Dann haben wir Einzelplan 18, staatliche Hochbaumaßnahmen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Übriges Haus so beschlossen. So, nachdem die Einzelpläne und auch die dazu aufgerufenen Tagesordnungspunkte. Ja, Frau Kollegin, dann bitte. So. Herr Präsident, wir würden bitten, über den Tagesordnungspunkt 90 noch einmal abzustimmen. Da hatten wir verstanden, dass die entsprechende Beschlussempfehlung vorgestellt wird, aber es war der Tagesordnungspunkt. Deswegen bitten wir um eine Wiederholung der Abstimmung. Herr Kollege Rudolph. Euer Problem. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie haben ordnungsgemäß den Tagesordnungspunkt 90 mit der Drucksache 19/5766 aufgerufen. Da gibt es keine Beschlussempfehlung. Es handelt sich um einen Antrag. Das war klar. Deswegen gibt es sachlich überhaupt keinen Grund, eine Abstimmung hier zu wiederholen. Kollege Bellino, seht dazu, dass ihr euch einig staunen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Frau Kollegin Dorn hat recht. Das war in dem Abstimmungsverhalten so nicht nachvollziehbar, sodass wir davon ausgegangen sind, dass dieser Tagesordnungspunkt, dass der Einzelplan aufgerufen wurde, aber nicht der Antrag. Richtig. Also, was machen wir dann? Werden sich die Geschäftsführer mal. Bitte, Kollege Rudolph. Weil der Abgeordnete, Herr Präsident, der Abgeordnete Kaufmann meint, wiederholt, bis es so lange passt, dann müssen wir das Protokoll auswerten, was Sie vorgetragen haben. Dann unterbrechen wir so lange die Sitzung und können auch gleich den Ältestenrat mit einberufen. Abstimmen, solange es passt, das geht mit uns jedenfalls nicht. So ist es. Ja, ihr Lieben. Das Abstimmen. Bitte? Also, dann machen wir Folgendes. Dann lassen wir uns einmal das Protokoll geben. Dann rufen wir es nachher noch einmal auf. Und dann sehen wir, wie es ist. Vielleicht könnt ihr euch dazwischen einigen. Auf jeden Fall machen wir keine Unterbrechung, keinen Ältestenrat. Das wird mir zu lang heute. Ja. Also, das warten wir, bis er da ist. Und dann gucken wir noch einmal. Okay? Gut. Dann machen wir jetzt erst einmal weiter. Meine Damen und Herren, wir warten auf den Protokollauszug. Vielleicht könnten sich die Geschäftsführer zwischendurch noch einmal zusammensetzen und klären, wie das gemacht wird. Ich will heute mit keinem Krach bekommen hier. So, wir waren jetzt dabei, nachdem die Einzelpläne abgestimmt waren, zum Gesetzentwurf zu kommen. Ich bitte jetzt jeden mal zuzuhören, sonst stimmen wir wieder falsch ab. Nach § 17. Nach § 17 Absatz 1 der Geschäftsordnung wird ein Gesetzentwurf, der in drei Lesungen zu beraten ist, einem Ausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung überwiesen. Es ist vorgesehen, den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2018/2019 in der vom Haushaltsausschuss empfohlenen Fassung, Drucksache 19/5744, zu Drucksache 19/5237 zur Vorbereitung der dritten Lesung dem Haushaltsausschuss erneut zu überweisen. Hier widerspricht keine. Gehe ich davon aus, dass das einvernehmlich ist und wird es überwiesen. So.